Hey Leute, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte euch ja gesagt, dass demnächst wieder ein Video kommt und hier ist es. Es ist ein kleines Unboxing, so ein kleines Buch-Unboxing. Ich habe hier nämlich so ein kleines Päckchen, was ich heute halt öffnen werde in diesem Video. Zurzeit lese ich eigentlich irgendwie gerne und ich dachte mir, ich mache heute einfach mal ein kleines Buch-Unboxing. Nämlich ist dort auch eine kleine Überraschung dabei, nicht nur das Buch, und das Buch hat auch etwas Besonderes. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass ich meine Freude mal mit euch teilen möchte. Ich hoffe, euch gefallen Bücher auch und ich hoffe, ihr wollt mehr Buch-Content sehen. Aber natürlich werde ich probieren, auch wieder ein Roblox-Video zu machen. Und ja, allgemein probieren mehr Videos zu machen, auch so Vlogs und so. Ich weiß nicht, wenn es euch gefällt, bleibt doch gerne da. Und wenn nicht, könnt ihr auch gerne abschalten. Ich möchte, dass ihr mit meinem Video Spaß habt. Und genau, für die Leute, die es interessiert, ja, bleibt gerne dran. Und jetzt geht's auch schon los. So, also, ich habe das jetzt hier mal umgedreht. Also, ja. Okay, das kommt weg. Wir öffnen das jetzt. Ich bin super aufgeregt. Oh mein Gott, ich krieg's halt um. So, wir machen das jetzt auf. Hier könnt ihr schon sehen. Moment, ich schieb das zur Seite und zeig euch dann die Sachen, die da drin sind. Oh mein Gott. Also, hier ist das Buch. Ich tue das mal weg, das zeige ich euch gleich. Aber zuerst ist das hier drinnen. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Wir holen das hier mal raus. Okay. Oha, hier ist einfach mal so ein kleines Ausmalbildchen. So eine Karte. Richtig süß. Also richtig cool auf jeden Fall. Holen wir mal das nächste raus. So, ich habe das Ganze mal hier ganz vorsichtig aufgemacht. Und oh mein Gott, was ist hier alles? Oh mein Gott. Hier sind einfach extrem viele Karten. Hier. Oh mein Gott. Einfach voll die süßen Karten mit schönen Sprüchen drauf und so. Hier noch eine Karte. Ich find's richtig cool. Hier noch eine etwas größere. Echt, echt schön. Hier noch eine. Ein richtig cooler Raum. Viel Natur. Und das ist auch wieder ein Ausmalbild. Oh mein Gott, so nice. Oh mein Gott, hier ist noch eine frohes neues Jahr-Karte. Mega schön. Und zu guter Letzt noch eine Karte mit einem sehr lustigen Alter her. Ich finde das jetzt schon richtig cool und voll süß. So, jetzt kommen wir zum Buch. Oh mein Gott, ich hol's mal raus. Hier ist noch was. Was ist das? Oh, als ob, das sind einfach Sticker. Oh mein Gott, das sind Sticker. Okay. Noch eine schöne Karte. Also ich finde das wirklich mega, mega cool. So, jetzt kommen wir auch schon zum Buch. Es heißt Vergiss mal nicht und es ist von Kerstin Gier. Ich mag ihre Bücher mega. Und jetzt kommt das Besondere. Es ist einfach blau. Es hat so blauen Farbschnitt und ich finde das echt cool. Also richtig schön. Hier, also falls ihr wollt, könnt ihr euch gerne mal den Text durchlesen. Hierum geht es auf jeden Fall. Also ja. Ihr könnt voll gerne auch auf Pause schalten. Und Leute, es sieht von innen einfach auch echt schön aus. Und ich muss einfach mal diesen Umschlag hier ab. So sieht das Buch eigentlich aus. Also ohne Umschlag und auch richtig cool. Da passen die blauen Seiten auch nochmal viel, viel besser dazu. Ja, ich bin richtig gespannt, wie sich das Ganze liest. Also falls ihr wollt, dass ich euch auch sage, wie ich das Buch fand, könnt ihr mir gerne in ein anderes Video in die Kommentare schreiben oder mein Community Post, den ich gemacht habe. Ich blende euch einfach mal den Community Post ein, wo ihr schreiben könnt, ob ihr mehr von diesen Buchvideos sehen wollt oder nicht. Also hier seht ihr den Post, wo ihr gerne noch etwas hinschreiben könnt. Und hier ist die schöne Kerstin Gier zu sehen. Ich muss auf jeden Fall richtig gut auf diesen Umschlag aufpassen.
Wenn ich lese, werde ich den Umschlag zur Seite legen und ihn dann drauf tun, wenn ich mit diesem Buch fertig bin. Ich wollte es so gerne in diesen blauen Seiten haben, weil ich fand das so cool und ich liebe es einfach. Und auch mit diesen ganzen Karten dazu. Ich finde es echt cool und ich bin super zufrieden. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was ganz Neues. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen, weil mir hat es auch mega gut gefallen und Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!